Herzlich willkommen zum heutigen Video. Das ist jetzt ein weiteres Video in der Reihe YouTube Traffic und wie Sie mehr Klicks bekommen. Und es wird ein sehr, sehr kurzes Video. So viel sei jetzt mal gesagt. Denn heute widmen wir uns einfach der Description oder der Beschreibung. Sie haben ja in jedem YouTube Video die Möglichkeit, eine Beschreibung hier unter dem Video, ich zeige es Ihnen gleich, hier unter dem Video festzulegen. Die beginnt hier drunter unter diesen veröffentlicht. Ich kann es auch hier jetzt zeigen. Ich klicke jetzt hier rein. So sieht das Ganze aus, weil man das Video das erste Mal bearbeitet oder erstellt. Und da haben Sie eben die Möglichkeit, Text drunter zu packen. Und viele machen hier den Fehler, dass das nicht wirklich gemacht wird. Mir fällt es oft auf, dass man, dass viele Leute, Moment, ich starte das jetzt hier nochmal. Dass viele Leute hier einfach einen Link drunter packen oder vielleicht gar nichts oder einen einzigen Satz. Und das ist aber zu wenig. YouTube erkennt ja Text. Das habe ich jetzt auch schon im Video, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, vorher gezeigt, wo es darum ging, dass man den Text auch ins Video reinlädt. Das heißt, dieses Transkript hochlädt. Das erkennt ja YouTube auch. Aber auch durchaus hier unter dem Video. Das können Sie so halten, wie wenn Sie einen Blogartikel schreiben. Also hier können Sie schreiben, so viel Sie wollen drunter. Es ist auch so empfohlen zwischen 300 und 500 Wörter und vor allem Ihre Keywords auch so ein bisschen, ich sage jetzt mit Hirn reinpacken. So pro 100 Wörter einmal das Keyword ist so eine Daumenregel und dann funktioniert das Ganze ganz gut. Und ja, was mir aufgefallen ist, weil viele haben immer ein Problem, irgendwie Texte zu schreiben. Wenn Sie vorher ein Video aufnehmen, das ist bei mir so, wenn ich solche Tutorial-Videos mache, wenn ich vorher ein Video aufnehme, dann habe ich ja schon alles gesprochen oder sehr viel gesprochen, so wie ich das jetzt auch mache. Und wenn ich dann den Text nochmal verfassen möchte, dann schreibe ich einfach drauf los. Das hat man irgendwie viel, viel besser im Kopf. Das ist ein interessantes Phänomen. Aber ich hatte da nie ein Problem, irgendwie 300 oder 500 Wörter drunter zu schreiben. Allerdings habe ich mich ja auch schon mal so im Blogpost schreiben versucht und da hatte ich oft Probleme. So einen Absatz mit Wörtern zusammenzubasteln. Aber wenn man vorher das Video gesprochen hat, ist das wirklich einfach um einiges. Versuchen Sie das einfach, kann ich nur empfehlen. Und ja, was gibt es hier sonst noch zu sagen? Sie können natürlich auch hier Ihre Links einbauen. So ab und zu einen Link. Es schadet auch nicht, wenn der Link zu einer gut gerankten Seite führt. Das hilft auch, habe ich schon von dem einen oder anderen gehört. Und ja, packen Sie das einfach hier drunter. Ist ein bisschen Arbeit, aber ist sicher das Ganze wert. Ja, das war's eigentlich schon wieder zu diesem Video. Implementieren Sie das in Ihr Marketing und ja, wie immer, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Gefällt mir hier freuen auf YouTube. Sie können mir auch gerne Ihre Kommentare drunter schreiben und Sie finden auch irgendwo hier in diesem Video den Link, wo Sie nur mit einem Klick meinen Kanal abonnieren können, dann sind Sie hier immer up to date, wenn neue Videos von mir kommen. Gut, das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen.